Peter, es hat heute wieder nicht geklappt. Die Punkte lassen auf sich warten. Der erste Sieg in der Saison lässt auf sich warten. Ja, warum hat es heute nicht geklappt? Ja, es ist halt im Moment so, wir haben ja heute einen guten Start gehabt, haben die 1-0-Führung erzielt und dann natürlich bevor wir ein bisschen Spielkontrolle dann hatten, haben wir gleich wieder bei, glaube ich, dem ersten gefährlichen Angriff das 1-1 bekommen. Dann ging es ja in der zweiten Halbzeit sehr schwierig für uns los, weil wir einfach im Moment kein Selbstverständnis im Spiel haben. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, abgefälschter Ball, Freistoß in die Mauer, der Ball kullert hinter der Mauer zum Reutlinger Spieler, der verwandelt zum 2-1. Und dann hat die Mannschaft ja trotzdem probiert, nochmal zurückzukommen. Wir haben das auch geschafft, haben den Ausgleich erzielt. Und wir hatten ja dann auch ab und zu die Chance, vielleicht das Spiel für uns zu entscheiden, was uns nicht gelungen ist. Und bekommen dann, glaube ich, das war ja fast mit dem Abpfiff aus dem langen Ball, der verlängert wird. Ich kann es schwer beurteilen aus meiner Situation, ob es abseits war oder nicht. Bekommen dann das 3-2 und stehen jetzt natürlich wieder ganz ohne Punkt da. Und ist sehr deprimierend im Moment für das Team und für alle Beteiligten. Und, aber was soll man ändern? Manchmal, eben schon gesagt, sind die Spielverläufe einfach nicht so, wie man sich das wünscht. Und im Moment kommt viel zusammen. Jetzt müssen wir einfach versuchen, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und vielleicht schaffen wir es im nächsten Spiel, in die Punkte zu kommen. Erinnerungen werden wach an die letzte Saison. Auch jetzt hat sich das Verletztenpech etwas gehäuft. Wie sehen Sie es? Läuft man Gefahr, wieder so eine verkorkste Saison zu spielen? Zumindest am Anfang, am Schluss ist es ja dann gut ausgegangen. Ja, wobei einfach die Qualität im Kader und wir haben ja einige Spieler dazu bekommen, die ist jetzt nicht mehr, also die Situation ist andere wie im letzten Jahr, wo man dann teilweise gar nicht mehr darauf reagieren konnte, auch im Training eigentlich nichts machen konnte, weil wir einfach nur 10 Spieler hatten. Ich denke, Manuel Hasel, der ist jetzt überraschenderweise schnell wieder fit gewesen, der Jesper Brechtl ist wieder dabei. Ich mag jetzt nicht über Verletzte jammern, ich denke, der Kader hat die Qualität, in der Liga eine Rolle zu spielen. Jetzt, wo wir da jetzt landen zum Schluss, im Moment sieht es natürlich deprimierend aus und wir sind alle am Boden zerstört. Aber ich bin immer noch guter Dinge und hoffe, dass wir die Situation in den Griff bekommen. Wenn ich sage ja, wenn die Verantwortlichen denken, dass es mit meiner Person zusammenhängt, muss man Gespräche führen. Ich bin natürlich auch sehr enttäuscht, aber aufgeben, denke ich, ist keine Option für mich. Natürlich reden, nach so einer Niederlagenserie wird dann viel geredet, viel kritisiert. Ich habe mitbekommen, Matthias Moritz steht in der Kritik wegen relativ vielen Fehlern in letzter Zeit. Meinen Sie, es wäre Zeit, Jannik Dressler eine Chance zu geben? Gut, ist ja ganz normal. Ich stehe in der Kritik und Matthias steht im Moment in der Kritik. Und wir müssen uns einfach der Kritik stellen. Ich beobachte die Keeper ja im Training ständig. Und Matthias hat nach wie vor das Vertrauen von mir. Und ich werde dann entscheiden, wer letztendlich im Tor steht. Und da lasse ich mal von außen auch nichts reinreden. Man hat sich in der Saisonpause verstärkt. Können Sie mehr dazu sagen? Und was meinen Sie, wie sich das genauer auszahlen wird, wo man sich verstärkt hat und was vielleicht auch noch im Weg steht, damit sich diese Verstärkungen auszahlen? Die Gesamtsituation, was steht im Weg? Man hat gesehen, der Matthias Fixl ist ein sehr guter Oberliga-Innenverteidiger. Der Dominik Riedl hat heute das erste Mal von Anfang an gespielt, für mich eine gute Leistung gebracht, hat Pech, wo er den Heber an den Pfosten setzt. Das kommt halt im Moment zusammen. Der Jesper Brechtl ist ein Spieler, der uns weiterbringen kann und alle, der Philipp Leimenstoll und der Samir Frank ist im Moment verletzt. Von dem her würde ich jetzt schon sagen, dass man da keine Fehlgriffe hatte, was man in den Spielern, die wir dazu geholt haben. Und die Gesamtsituation beschäftigt halt alle, die Köpfe sind zu, ich sage ja, das Selbstverständnis ist im Moment nicht da, Spiele einfach dann zu gewinnen und da müssen wir einfach dran arbeiten, dass wir da wieder hinkommen
Und es gibt nur eins, Köpfe hochzunehmen und alles zu probieren. Peter, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke.